Hallo und ich begrüße euch herzlich zu Dismantle Doomsday. Ich hatte ja versprochen, dass wir Doomsday spielen wollen. Ich hab Bock auf das neue DLC. Wir spielen natürlich mit unserem Charakter weiter. Level 73 sind wir. Und wir sind auch da, wo alles begonnen hat. Hier ist die Anfangsstadt. Und wir haben auch schon eine neue Quest. Begib dich zu einem beliebigen Verbindungsturm, um den Standort des Flugobjektes zu bestimmen. Keine Ahnung genau, was er mir damit eigentlich sagen will. Ich überlege gerade, müssen wir schlafen? Eigentlich nicht, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Verbindungsturm ist hier ums Eck. Ach, kaum im Spiel und schon am Sammeln. Wir haben immer noch unseren Building-Helm auf. Das könnten wir eigentlich auch mal ändern hier. Die Auswahl ist nämlich, was die Hüte angeht, immer noch sehr groß. Was haben wir denn? Schutz vor Hitze? Kritischen Treffer? Kritischer Treffer hinterrücks? 200% Schadenreflexion? Ich habe ja Bock auf den Military Helm. Ja, wir sehen mal wieder sehr schick aus. Das muss man uns mal echt lassen. Wir haben auch in dem letzten DLC auch noch hier auf. Wir haben auch noch im letzten DLC diesen Nadelstreifenanzug gekriegt. Der ist auch sehr geil. Was haben wir denn hier? Schaden ablocken, Stichdistanzschaden. Okay, das passt soweit. Was haben wir denn an Waffen? Wir haben das Schwert am Start. Wir können mal reingucken, die Samen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, denn ich war auch schon unterwegs und habe die Felder geerntet. Wir hatten nämlich einiges an Pflanzen gepflanzt, auch das können wir rausnehmen. Da hätte ich Bock per se auf das Schwert. Ja gut, wobei ich muss nochmal kurz gucken. Man muss erstmal wieder reinkommen, wie gesagt, ich habe gar nicht groß gespielt. Wir schauen mal eben kurz. Zusätzliche Monster plus 3. Ja doch, das Schwert ist schon gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Warte mal, ich wollte aber nochmal gucken. Sorry, aber was ist denn nochmal hier der Unterschied? 180 Schaden durch Powerangriff. Schaden durch kritische Treffer. Das sind beide halt sehr geil. Ja, wir halten die einfach mal drin. Ich denke, das passt schon. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stahl in der Tasche. Das können wir alles noch rausschmeißen, würde ich sagen. Boah, das Örtchen sieht aber auch aus, ne? Hier haben wir richtig gewütet. So, hier haben wir nach Hause teleportieren, die Granaten, die Radios und Verbände. Ich würde sagen, wir machen mal hier die Verbände hin. Und hier... Oh, jo. Geil. Das Chepesh. Ich liebe das Chepesh. So, finde die Drohne. Okay, die Drohne ist irgendwo da unten. Aha. Warte mal, schnelle Fortbewegung. Kommen wir da fix hin? So, das sieht doch gut aus. Wir haben die Faust am Start. Oh, das wollte ich gar nicht. So, wir haben die Faust am Start hier. Zack, was gibt's denn hier nochmal? Ich glaube, Electronic. Ah, nur Scheiß, okay. Gab es hier nicht auch eine Kiste? Jo, Kiste gab es hier auch. Materialien raus. So, jetzt müssen wir mal auf die Map schauen. Also, wir müssen irgendwo nach da unten. Also, gen Süden. Ist das auch richtig? Ja. Oh, was ist denn hier los? Sag mal. Fleisch ist okay. Ah, wunderbar. Hier kommen wir doch auch schon dahin, wo wir hinwollen. Lasst mich mal kurz gucken. Machen wir mal eine kurze Rast. Warte mal, erfinden und herstellen. Können wir noch irgendwas ausbauen? Es gibt auf jeden Fall hier den Monster-Scanner. Den nehmen wir uns mit.
Macht die Monster im aktuellen Gebiet sichtbar. Das ist ja schon mal ganz nice. Was, eine Gummiente? Was verhindert, dass du im Wasser ertrinkst? Ich weiß gar nicht, wie oft wir ertrunken sind beim Fischen. Ich habe es zum Glück nicht mitgezählt, aber es war, glaube ich, mehr als einmal. Materialsammler. Ach, ein Staubsauger, Spezialgegenstand. Sammeln Materialien in der Nähe sofort auf. Sehr praktisch, wenn man Beute haben will, die an einem unzugänglichen Ort ist. Nehmen wir auch mit, oder? Mein, nicht umsonst haben wir Level 72 erreicht. Und uns einen Haufen Materialien rangeschafft. Der Recycler. Ah, okay. Dann haben wir hier noch den Malerpinsel. Ah ja, da kann man Möbel und Wände bestreichen. Okay, was haben wir hier noch? Laboreinrichtung. Wissenschaftlich veranlagte Menschen. Auch geil. Ausrüstung gibt es als solches, also Kleidung gibt es keine neue. Okay. Jetzt würde ich aber mal kurz gucken. Dann nehmen wir das mal raus. Gibt es hier jetzt diesen... Oder muss man den erst basteln? Lass mich raten, der ist bestimmt hier unten, oder? Oder hier unten. Wir gucken mal kurz. Hier ist er. Transportiert den Benutzer nach Hause und wieder zurück. Das ist auch geil. Macht Monster im aktuellen Gebiet sichtbar. Und der Materialsammler. Okay. Das ist natürlich übel. Ansonsten, die Sachen sind alle sehr geil, finde ich. Ich mag auch die Uhr. So, verborgene Archipel. Besteige die Frachtdrohne am Heckenfeld Luftnachschubdepot. Ja, das machen wir. Das machen wir, aber erstmal mal Töffkins hier mit. Also ich würde so ein bisschen natürlich auch was sammeln. Also nur ein bisschen, ne? Wir müssen es nicht übertreiben. Aber so ein bisschen muss ich schon mitnehmen. Weil, wie gesagt, wer das Spiel spielt, hat eine absolute Sammelsucht. Oder Lootsucht, wie der Necro. Aber der Necro ist auch in Behandlung. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ich wollte doch erst reingucken. Da war er wieder zu hektisch unterwegs. So, lass uns mal gucken. Das Buch enthält detaillierte Aufzeichnungen irgendeiner logistischen Unternehmung. Okay. Das ist schön. Hoppla, bin ich gegen den PC gestoßen. Oh, das Ding hier ist auch geil. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, das hat auch geile Materialien, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen nochmal unseren Rucksack leer hier. Und weiter geht's. So, das nehmen wir noch mit, das. Was gab's denn hier? Plastik bestimmt, ne? Jo, Plastik. Hier gibt es auch einen Haufen Plastik. Gab es hier noch irgendwas? Keramik, glaube ich, ne? Durch die Toiletten. Jo, Keramik. Oh, der Handschuh, der ist so gut. Ich liebe den Handschuh. Boah, mega. So, jetzt müssen wir noch einmal Zeug wegbringen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier mal um. Gucken mal, wo die Drohne... Achso, ich habe jetzt an Drohne gedacht, an so eine kleine, weißt du? Was ist das für ein Ding? Was? Was ist denn das für eine Drohne, bitte? Okay. Das Ding ist nice. Was mir Sorgen macht, ist, dass das Ding ein bisschen aussieht wie ein Gefängnis, ne? Oh, geil, ich freue mich auf die neuen Materialien, auf die neuen Monster, auf die neuen Waffen, das neue Equipment, alles, was es hier gibt.
Zünde das Lagerfeuer beim Nona Luftnachschubdepot an und ruhe dich dort aus. Containment breach detected. Biohazard warning is in effect on the whole archipelago. Seek shelter inside the nearest research complex to you. Okay. Blockiert, das ist schlecht. Aber das stört uns ja eigentlich nicht. Oh ja. Explosion, ja, liebe ich. Liebe ich. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das Lagerfeuer ist. So, ich nehme auch den Killefit mal mit. Ah, guck mal. Und schon geht's wieder los mit dem Lagerfeuer anzünden hier. Träumchen. Ich räume hier gerade mal ein bisschen auf. So, Keramik, wow. Das haben wir hier, Plastik. Interessante Fahne. Was gibt's hier noch? Ah ja. Der Direktor und seine Pinnwand. Das kennen wir ja auch schon, ne? Aus der Vergangenheit. Das nehme ich noch alles mit. Das passt nicht mehr. Okay, wunderbar. Haben wir hier ordentlich mal unserer Zerstörungslust Genüge getan. Wir sollen uns ausruhen. Ausrüstung verbessern können wir. Ach, guck mal, wir können sogar noch ein paar Sachen verbessern. Fangzahngebiss, das sollten wir auch mal machen, weil irgendwann würde ich schon gerne mal alles verbessern hier. Ich glaube, der Rest ist ganz gut schon, ne? Oh, wow. Ich würde sagen, geht ab. Das Spiel ist, glaube ich, sehr, sehr umfangreich, wenn man das ganz von vorne beginnt und bis zum letzten DLC durchzockt. Ja, da wäre ich ja irre. So, Hasenpfote, Mana-Splitter haben wir auch ein bisschen was. Ah, Motorradhelm, den kann man zum Beispiel mal aufwerten. Den finde ich eigentlich auch ganz geil. Okay, da fehlt uns auf jeden Fall Titan. Guck mal, den Staubsauger können wir aufwerten. Sogar zweimal. So, komm. Können wir uns. Ansonsten, Gepäck bleibt unverändert. Jo, ich denke, das passt soweit. Wir können ja mal eine Runde pennen, oder? 6 Stunden, 8. Ich fühle mich noch gar nicht müde. Ja, okay, das finde ich gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Das ist das Depot. Finde das Forschungslabor. So, lass uns mal ganz kurz. Ah, verborgenes Archipel. Das sind die ganzen Quests, die wir erledigt haben. Ich wollte aber mal ganz kurz gucken. Man kann doch hier Minikarte. Wo konnte ich denn ausmachen, dass diese blöden Rezepte nicht immer da stehen? Ich meine, zumindest wackeln sie nicht mehr. Warte mal, können wir uns nicht auch eins kochen? Was fehlt uns denn? Lass uns mal kurz gucken. Wie heißen denn die Rezepte? Hummerdog und Reisschale mit Rind. Hier, Hummerdog. Und die Reisschale mit Rind. Ich glaube, das haben wir alles. Der Hummerdog braucht auf jeden Fall Hummer. Wie viel haben wir von denen? Getreide. Haben wir ein bisschen was? So 2, 3 Töpfchens haben wir. Oh Gott, haben wir viel Zeug. Ist das gut, ey. Und Eier.
Guck mal, erhöht den Schaden hinterrücks. Ist auch geil. Jetzt lass uns mal die Reisschale noch angucken. Hier, 6 Möhren. Ein bisschen Fleisch. Haben wir Fleisch? Ein bisschen. Pilze. Und Reis. Guck mal, Reis haben wir nicht ganz so viel. Nahkampfschaden gegen Monster. Okay, auch geil. So, vollgefressen sind wir. Jetzt haben wir gucken hier mal kurz rein. Oh, man kann hier wieder angeln. Träumchen. Wir brauchen die Angel, ne? Die Angel war aber, glaube ich, hier. Stimmt das? Ja, das stimmt. Oha. Ja, du darfst weiter angeln, lieber Necro. Entspann dich, bleib ganz locker. Ich bin auch mal sehr gespannt, welches Level wir haben, wenn wir das DLC jetzt abgeschlossen haben. Ob wir da mal an das Level Capture kommen. Wird auf jeden Fall spannend. Oh wow, hier gibt es einen Haufen Fische. Okay. Die Angel behalte ich mal im Sack. So, nehmen wir mal das ganze Gedöns hier mit. Oh, Autos waren auch immer sehr geil. Hab mich gerade gefragt, ob die nicht auch explodieren. So, gerade mal ein bisschen Rotz mitnehmen. Ich weiß zwar nicht genau, ob wir ihn brauchen werden, aber es befriedigt auf jeden Fall die Sammellust. So viel kann ich mal sagen. Auch das Auto will ich noch. Wenn die Folge hier läuft, dann gibt es heute sicherlich auch noch eine Folge von Fountain of Youth. Ich hatte eine kleine Umfrage gestartet, was ihr lieber sehen wollt. Void Train oder Fountain. Ja, und die meisten sind der Meinung, mit den reinen Loot-Skills werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt überleben. Wir schauen mal. Ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Also ich habe bisher zu dem Spiel Fountain of Youth schon viel Gutes gehört. Und das soll auch nicht so ganz ohne sein. Ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Und da bin ich auch mal gespannt, was ihr so erzählt. Ob der ein oder andere von euch auch schon reingezockt hat. Was haben wir hier? Pommes Anna mit Trüffeln. Oh, wir brauchen Trüffel. Hier gibt es irgendwo Trüffel. Nice. Ah, ist das schön. So. Genug klein geschlagen. Kommt das hier noch? Na? No. Da schmeißen wir alles mal raus. Schön. Der 79. Tag ist heute auch. Auch nice. So, was steht denn hier auf dem Schild? Okay. Luftnachschubdepot Lona. Entschuldigung. Da bin ich gegen das Reh gestoßen. Ach, guck mal hier. Kann man wieder eine Brücke runterlassen? Jedoch nicht von unserer Seite. Die Bärchen nehme ich mal mit. Ach, sag mal, die Rehe sind aber auch aggressiv. Wieso laufen die denn immer gegen mich? Na. No. Da war zwar ein Wegweiser.
Jetzt wissen wir zwar nicht, was drauf gestanden ist, aber egal. So, hier gibt es noch Knochen. Das würde ich gerne mitnehmen. Oh, wow. Das tut mir ja auch ein bisschen leid, aber hey, es ist ein Pixelreh. Das spawnt hier wieder. Pilze sind geil, Pilze sind geil. Okay, wunderbar. Muss mal gerade ein bisschen rauszoomen. Okay, das sind drei Gebiete, die man hier hat. Nice. Ah, ein bisschen was zu tun haben werden wir scheinbar. So, hier gibt es Stein und Holz. Ist gut. Yeah. Ja, und es geht wieder los. Damn. In your face. So, Cullingwood. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen außen rum. Ah, Eier sind auch immer super. Tschüssi. 1000 Damage. Was ist los mit dem Spiel, ey? Oh, hier, hock dich. Oh, ein Oktopus. Der ist auch neu. Geil. Oh, zwei. Oh, drei Anglerglück hier. Läuft bei uns. Ah, oh, noch ein Fisch. Komm. Nico, gib Gas. Ey, wow. Da ist aber viel Zeug drin. Was? Der hört ja gar nicht mehr auf zu angeln. Tintenfisch. Ein mehrarmiges Weichtier, das in vielen Ecken der Welt als Delikatesse gilt. Das ist richtig. So, wo sind wir denn hier? Ach, hier gibt es ja doch auch meine Hasskisten. Ja, also die da. Hey, wie ich dich nicht leiden kann. Absolut so gar nicht. Macht nix. So, hier Handschuh. Okay. Ah ja, hier gibt es schon mal wieder ein Lagerfeuer. Hundehütte. Und tschüssi. Wow. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Ich aber auch nicht. So. So ein frecher Sack. Ah, was haben wir hier? Oh, was war das für ein Haufen? Ist aber auch neu. Wir brauchen Trüffel. Bin mal gespannt, wo wir Trüffel herkriegen. Ist ja cool hier. Da kriegst du wenigstens mal einen Haufen Blätter en masse, ne? Muss nicht immer hier die blöden Wände abklappern. Was haben wir hier? Ein bisschen Mais. Hier dürfen wir kochen. Lass mich raten, Gewürze. Na, mal ein bisschen Platz machen hier. Ist so eng alles. Na. Töpfchen nehmen wir auch noch mit. Oh, guck mal hier. Nice. Auch geil. Der Handschuh ist unglaublich. Eigentlich ist er ein Werkzeug, ne? Aber wir nutzen ihn eigentlich per se immer als Waffe. Da steht irgendwas über einen Bauplan, versteckt in einem Laubhaufen in der Stadt. Aber der Großteil der Notiz ist unleserlich. Schade. Na gut, wir werden eh alle Laubhaufen einsammeln. Warte mal, neue Quest. Suchen erlaubt. Der hastig hingekritzelten Notiz zufolge ist in einem der Laubhaufen rund um Cullingwood etwas Wertvolles verborgen. Durchsuche hohe Laubhaufen rund um Blendgranate-Rezept. What? Geil. Blendgranate, okay. Ich bin auch auf die neuen Mobs gespannt.
So, haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt gucke ich mal gerade kurz. Lass uns doch nochmal den Scheiß in die Kiste werfen hier. Ich würde sagen, wir räumen erstmal hier ganz gemütlich auf, oder? Oh, da ist aber viel los. Alter Latz. Haben wir ganz schön alle aufgescheucht gerade. So, hier mal den Fluchtweg einrichten. Ach, der schon wieder. Der alte Schrei halt. So gut. Okay. Ich muss weiter vordringen, okay. Was steht hier? Hollys Hotdogs und Erfrischung. Wunderbar. So, die kriegen wohl keine Post mehr. Das sind aber ganz schön viele, ne? Das ist natürlich, wäre zu überlegen. Warte mal kurz. Wollen wir mal Landminen benutzen? Landminen sind auch immer sehr geil. Ich liebe die Landminen. So, lass uns mal schauen. Statt der Radios vielleicht. Statt der Radios hier ein paar Landminen. Why not? Wir selber durften über die Landminen laufen. Habe ich das richtig im Kopf? Hä? Was ist los? Schüsschen. Oh, was haben wir hier? Die normalen Pilze. Okay. Ach so, wir haben ja gerastet, deswegen sind die wieder da. Okay, okay. Gut. Dann testen wir jetzt mal die Landminen. Tja, Selbstversuch. Konnte man drüber laufen oder nicht? Ja, konnte man. Was? Die ist blockiert. Wieso trittst du denn nicht auf die Landmine, Freundchen? Komm schon. Leg die doch nicht umsonst hier hin. Hallo. Kann ich Sie mal ganz kurz hierher bitten? Tschüsschen. Wunderbar. So, warte mal, hier Elektroschrott noch einstecken. Eine Rationierung hilft uns kurz weiter, vielleicht eine Woche. Das sollte genug Zeit sein, bis Hilfe eintrifft. Das kommt drauf an, ja. Wenn es pünktlich eintrifft, geht's. Was haben wir hier? Keramik. Salat, Salat. Gewürze. Nice, dann nehme ich alles. Uns fehlen immer noch Trüffel. So, wunderbar. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge räume ich hier mal noch ein bisschen auf. Bleib mal den ganzen Killefit hier in die Kiste und dann sehen wir uns gleich hier in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich.